Schönen guten Tag. So, hallo, kannst du mich sehen? Wir kriegen jetzt nachher Besuch und da habe ich gedacht, okay, jetzt checke ich nochmal die Anlage. pH-Anlage, ne? pH-Wert messen. Habe den pH-Wert gemessen, beziehungsweise habe ich hier drin festgestellt, dass die Anlage hier einen Fehler angezeigt hat und mein pH-Senker, der Kübel, komplett leer war. Und das ist eine gute Gelegenheit, nochmal zu zeigen, wie man die Eichung vornimmt und das Ding quasi fit macht. Damit herzlich willkommen bei Tom Tut. Ich mache meinen Kopf jetzt dann aus dem Bild raus und dann gehe ich jetzt mal hier die Sonde an und dann stellen wir mal das Gerät Grund ein. Was wir zuerst brauchen, ist eine Bufferlösung. Das ist quasi der pH-Wert 7,0. So, und wir werden jetzt diese Sonde hier rausschrauben. Die Anlage ist stromlos. Das lassen wir jetzt einfach laufen. Dann werden wir die Sonde in diese Pufferlösung reinstecken. Das Ganze ein bisschen bewegen und dann einfach stehen lassen. So, und jetzt ist es ganz easy. Jetzt machen wir die Anlage hier an. So, wenn die komplett, jetzt zeigt, hat sie gerade noch den Fehler angezeigt. Also wenn die komplett an ist, wie jetzt, dann drücken wir lange den Wahlhebel, den Wahlschalter, einfach drücken. Und jetzt blinkt sie grün 7,0 in der Pufferlösung. Auch hier oben blinkt alles grün. Wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, dann blinken die zwei äußeren rot. Okay, tatsächlich war es das dann schon. Das Thema ist erledigt. Mit der Wahltaste kann man das Ganze bestätigen und dann passt das auch. Bei mir ist natürlich jetzt 7,4. Gehen wir mal 7,6, drücken nochmal drauf. 7,0. Zeigt er jetzt an, als will er direkt runterregeln, was ja eigentlich falsch ist. Ne? Jetzt machen wir das aber gerade nochmal. Machen wir es nochmal aus. Tatsächlich komplett aus. Jetzt probiere ich das einfach nochmal. Sehr guter Vorführeffekt. Machen wir es an. Ich hatte auch in der ersten Installation gesagt, man soll eine Minute warten. Vielleicht war ich auch zu ungeduldig. Jetzt warte ich mal ein bisschen länger. Jetzt drücken wir nochmal lang diese Wahltaste. Okay, jetzt sagt er aber wieder, alles ist gut. Okay. Findest das also gut? Wunderbar. Bestätigen wir jetzt nochmal mit der Wahltaste. Okay, jetzt hat er auch bei 7,0 ist er jetzt auch grün. Das heißt, jetzt erkennt er auch tatsächlich 7,0 passt. Und das ist ja auch richtig. Wenn ich jetzt auf 7,2, 7,4 gehe, klar, ist es zu niedrig. Und dann sollte er jetzt nicht anfangen zu laufen, weil ich ja pH minus reguliere. In dem Kessel, auf dem jetzt hier meine Kamera steht, ist pH Senker drin. Okay, flüssig. So, jetzt komme ich, zeige ich dir was Schockierendes, das in dem Video auch noch interessant sein könnte. Jetzt bauen wir erstmal das rein und dann gehen wir nämlich mal meinen pH-Wert messen. Hallo. Hallo, Großer. Was ist das? Ich habe jetzt gerade nochmal den pH-Wert gemessen, der stimmt halt gar nicht. Den mache ich jetzt aus, weil ich gar keinen pH-Senker mehr habe. Den muss ich unbedingt kaufen. Und ich habe es da. Und den habe ich halt, ich habe es einfach tatsächlich jetzt echt zu lange in Ruhe gelassen, die Anlage. Aber jetzt gehen wir mal rüber zum Pool und schauen uns dort das Wasserergebnis an. So, und jetzt messen wir mal realistisch. Ich habe das gemacht gerade, aber ich will das mit dir jetzt nochmal machen. So, bei diesem Pool Lab machen wir erstmal Wasser rein, schalten ihn ein und dann machen wir Zero. Gut, und nachdem er das hat, können wir jetzt testen. Schmeißen wir eine rein. Also wer sich ein bisschen auskennt, der sieht jetzt schon an dieser roten Farbe, dass der pH-Wert nicht wirklich gut ist. So, rückstandslos komplett zerdrücken das ganze Ding. Und jetzt machen wir pH-Test. So, 7,89, das ist schon hoch. Ja, das ist schon 7,9, ist de facto zu hoch. Zwischen 7,0 und 7,4 ist unser Ziel. Und das erreiche ich jetzt tatsächlich auch aktuell nur mit manuellem pH-Senker. Ich erkläre dir jetzt mal an dem Zeug, das ich mir hier gekauft habe. Du musst aber immer schauen, was bei dir draufsteht. Aber von diesem Pulver brauche ich, um mein Poolwasser 0,1 pH-Wert zu senken, brauche ich 100 Gramm pro 10 Kubik. Jetzt habe ich rund 30 Kubik, ganz 30 sind es nicht, aber jetzt machen wir mal rund 30 Kubik. Das heißt, ich brauche 300 Gramm, um 0,1 zu senken. So. Das Einfachste ist, du holst dir dann eine Waage und wiegst das oder du hast einen Becher mit einer Skala drauf. Und dann fülle ich das in den laufenden Betrieb ein. 7,8, 7,7, 7,6, 7,5 und 7,4. Und jetzt lassen wir das Ganze so eine halbe Stunde laufen und dann werde ich das immer wieder messen. Ich war jetzt vorhin ziemlich schockiert, wie schnell der pH-Wert auch hochgegangen ist. Wir haben jetzt, was ist denn heute für ein Tag?
Was ist denn gekommen? Wir haben jetzt heute den 16. Mai und es waren bei uns so viele Regentage, es war jetzt fast zwei Wochen lang, wo es wirklich viel geregnet hat und ich habe mich nicht um diesen Pool gekümmert. Ich wollte gar nicht raus, es war viel zu kalt und ich hatte einfach vergessen, bei der Anlage zu schauen, ob noch genug pH-Senker drin ist. Und das war jetzt ziemlich dumm und das ist direkt auch die Strafe, die folgt sofort, wenn man so einen Pool halt vernachlässigt. Wenn du sonst noch weitere Fragen zu dem Thema hast, schreib es mir gerne in die Kommentare, da gehe ich sehr gerne drauf ein und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, das war Tom Tut, bleib hart am Gas.